Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist heute mit dem Thema, warum deine Umgebung bzw. deine Freunde wahrscheinlich deinen Erfolg mit Frauen zerstören. Geil, dass du wieder hier bist zu einem super wichtigen Thema. Du kennst vielleicht diesen Spruch, wenn du in der Persönlichkeitsentwicklungswelt unterwegs bist, kennst du vielleicht diesen Spruch, du bist der Durchschnitt deiner oder der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Was halt einfach bedeutet, wenn deine besten fünf Freunde arbeitslos sind, dann tendierst du wahrscheinlich selbst dazu, arbeitslos zu sein, wenn deine besten fünf Freunde keinen großen Erfolg bei Frauen oder Loser sind. Was den Erfolg bei Frauen angeht, dann bist du wahrscheinlich selbst nicht besonders erfolgreich mit Frauen, weil das Ganze färbt natürlich ab. Ja, das kannst du dir so vorstellen. Du möchtest besser mit Frauen werden, möchtest rausgehen auf die Straßen und möchtest Frauen ansprechen und erzählst dann deinen Freunden davon, die den ganzen Abend nur zu Hause sitzen und mit einem Bier vor dem Fernseher sitzen und Fußball gucken. Und die sagen dir natürlich dann, hey, schau mal, bleib doch bei uns, guck doch mit uns weiter Fußball, lass es doch sein mit den Frauen ansprechen, das funktioniert doch sowieso nicht. Also die verhindern dann oft auch, dass du dich veränderst, weil das müssen die einfach. Weil wenn du dich veränderst, dann müssen die sich halt im Umkehrschluss fragen, verdammt, der verändert sich und das funktioniert auch, der kriegt ein geileres Leben. Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Das heißt, Leute in deiner Umgebung, meistens ist es unbewusst, werden dich sabotieren, denn das müssen sie, ansonsten müssen sie sich selbst fragen, warum sie denn nicht auch so erfolgreich sind. Ja, wenn jetzt irgendein Rockstar, wenn jetzt Justin Bieber über Nacht erfolgreich wird, was ja auch nicht, so war es auch nicht bei Justin Bieber, aber ich nehme den gerne als Beispiel, weil viele Menschen denken immer, er ist über Nacht erfolgreich geworden, so war es aber natürlich gar nicht, er hat vorher viel Arbeit geleistet. Du siehst ja Justin Bieber und du denkst dir, okay, ja, das ist einfach so eine ganz andere Art von Person, so. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Aber in dem Moment, wo eine Person aus deiner Umgebung zum nächsten Justin Bieber wird, die du kennst, vielleicht sogar ein Freund von dir, musst du dich halt fragen, hä, die Person kenne ich. Wenn die das werden kann, was mache ich denn gerade für eine Scheiße mit meinem Leben? Und das sorgt dafür, dass viele Freunde in deiner Umgebung dich eher davon abhalten wollen, höher hinauszuklettern. Ich habe das auch selbst erlebt mit guten Freunden, die immer noch gute Freunde sind. Ich habe die trotzdem genauso gerne wie vorher. Das sind immer noch Freunde, das ist nicht der Punkt. Aber als es anfing, besser in meinem Leben zu laufen, waren die halt teilweise so ein bisschen eifersüchtig, neidisch und haben das auch teilweise so ein bisschen schlecht gemacht. Was ich voll verstehen kann, weil ich selbst habe auch schon mal diesen Reiz gespürt. Ich habe das auch schon mal gespürt, als ein anderer Kumpel von mir, bei dem lief es auf einmal besser. Und ich habe dann auch gespürt, dass ich irgendwie so das unterbeschwellig so ein bisschen das Bedürfnis hatte, ihn runterzuziehen. Habe dann gemerkt, oh, was für ein Bullshit. Naja, und das ist der Grund, warum zum Beispiel die falsche Gruppe von Freunden dich auch durchaus runterziehen kann. Was du immer haben solltest, und deswegen, das ist auch übrigens der Grund, warum ich solche Dinge wie Coaching anbiete. Das ist halt nicht so aus Spaß oder weil ich Geld machen will oder weil ich zu faul bin, wie manche Leute draußen sagen, eine richtige Arbeit zu machen, wo auch immer der Unterschied da liegen soll. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt, warum ich Coaching mache, ist, weil du brauchst Leute, die auf der Reise, auf der du bist, vor dir sind. Sonst kommst du nicht voran. Das ist ganz, ganz logisch. Ja, ich habe damals angefangen, als ich angefangen habe, Frauen anzusprechen, habe ich mich in Hannover mit so einer Gruppe von Jungs getroffen, die auch unterwegs war, Frauen ansprechen. Und dann sind wir immer zusammen losgezogen. Und in dieser Gruppe gab es auch Leute, die waren ein bisschen besser als ich und Leute, die waren ein bisschen schlechter als ich. Und so konnte ich halt wachsen, so konnte ich besser werden. Das ist der Grund, warum ich Coachings anbiete. Das ist auch der Grund, warum Leute zu mir ins Coaching kommen. Damit du jemanden hast, der auf dem gleichen Weg, auf dem du unterwegs bist, bereits vor dir bist. Ich habe neulich einen Business-Mentor beworben und bin jetzt in dem Business-Mentor-Programm, der mir dabei hilft, mein Online-Unternehmen weiter auszubauen. Denn der weiß Dinge, die ich nicht weiß. Ich persönlich habe einen Freund, den ich so ein bisschen begleite, auf seiner eigenen Reise, sich ein Flirt-Coaching-Online-Business aufzubauen. Da begleite ich den. Das heißt, in diesem Bereich, in diesem Flirt-Coaching-Business, Online-Business-Bereich, habe ich jemanden, der ist unter mir, den lehre ich. Ich habe ein paar Leute, die sind auf meinem Level, aber ich habe auch Mentoren, die auf dem gleichen Level sind. Und du brauchst diese drei Etagen, diese drei Schritte, diese drei Ebenen, um optimal lernen zu können. Denn du lernst mit jemandem, den du was beibringst, da bist du dein Lehrer, so wie ich Lehrer bin, so wie ich Coach bin. Da lerne ich dann andere Dinge als die von dem, wo mein Mentor ist. Ja, mein Mentor bringt mir andere Dinge bei. Mit den Leuten, mit denen ich auf einer Ebene bin, erlebe ich andere Dinge. Und mit dem Schüler, meinem Schüler, erlebe ich nochmal andere Dinge. Aber wenn du diese drei Ebenen vereinst, dann wirst du einen Skill sehr, sehr schnell lernen. Das Problem ist, dass die meisten Leute sich mit den falschen Leuten aufhalten. Also die meisten Leute bleiben immer im Umkreis ihrer alten Freunde. Und ihre alten Freunde sind halt Leute, die gar keine Ahnung haben und die sie dann im schlimmsten Fall runterziehen.
Du kannst deine alten Freunde behalten, das ist nicht der Punkt. Ich will nicht sagen, gib deine alten Freunde auf. Ich habe auch meine alten Freunde immer noch und die werde ich auch für den Rest meines Lebens behalten. Ich liebe meine alten Freunde. Aber ich habe mir auch hier zum Beispiel in Berlin ein anderes Umfeld geschaffen. Ein Umfeld mit Freunden, die ebenfalls aus einer Business-Richtung kommen, die viel Ahnung davon haben, die erfolgreiche Online-Unternehmen bereits aufgezogen haben, die damit bereits sehr, sehr viel Geld verdienen. Diese Leute habe ich auch hier. Ja, und in deren Umgebung halte ich mich auf, wenn ich möchte, dass mein Business nach vorne geht, dass mein Business wächst. Und genauso mit so einem Mindset, mit so einer Einstellung musst du das mit dem Flirten angehen. Ja, du musst Leute finden oder du musst eine Umgebung finden, in der du wachsen kannst. Und gerade beim Frauenansprechen, da ist es halt noch schwerer. Ich nehme immer gerne das Fahrradfahren-Beispiel. Wenn du jetzt anfängst, Fahrrad zu fahren, ne, dann lernst du Fahrrad zu fahren und deine Eltern und deine Freunde sagen dann zu dir, hey, voll geil, Johannes, du hast gelernt, Fahrrad zu fahren. Richtig geil, hier, klopf auf die Schulter, gute Arbeit. Also du kriegst positive Verstärkung. Und durch diese positive Verstärkung ist es natürlich noch einfacher, dieses neue Verhalten beizubehalten, nämlich Fahrrad zu fahren. Wie ist es aber mit den Frauen ansprechen? Was ist, wenn du den Eltern sagst, hey, ich spreche fremde Frauen auf der Straße an und versuche, mit den Nummern zu tauschen und so weiter. Was sagt deine Umgebung dann? Was sagen deine Eltern dann? Wenn es dir wie mir geht und wie fast jedem anderen sagen die, was? Oh, das kann man doch nicht machen, das kann man doch nicht so machen, so macht man das doch nicht. Sprich doch keine fremden Leute an oder irgendeinen anderen Bullshit, den die Leute dir erzählen, das ist halt nicht sozial anerkannt. Das heißt, das ist nochmal schwieriger. Die Leute ziehen dich runter oder die Leute gehen negativ gegen dich vor, weil das nicht sozial anerkannt ist. Fahrradfahren ist sehr sozial anerkannt. Ja, wenn du gut im Fahrradfahren bist, dann wird dir niemand sagen, was, du bist gut im Fahrradfahren? Das macht man doch nicht. Sagt dir halt keiner. Ne? Aber beim Flirten ist es so. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du eine ordentliche Supportgruppe, eine ordentliche, richtige Umgebung hast. Deswegen ermutige ich die Leute auch zum Beispiel an diesen Herausforderungen teilzunehmen, die wir regelmäßig machen, oder in die Kommentare zu schreiben, damit du siehst, hey, auch andere Leute sind unterwegs, auch andere Leute sprechen Frauen an. Ja, oder dass du zu mir ins Coaching kommst und ich dein Mentor bin und ich dir quasi die Erlaubnis gebe, ja, du darfst das, los geht's. Dann bin ich deine positive Umgebung. Du brauchst so eine Umgebung, die musst du dir irgendwo schaffen. Und dann, wenn du auf einem guten Level bist, ist es halt nochmal geiler, wenn du auch anfangen kannst, andere Leute zu unterrichten. Das heißt, jemand, der unter dir ist, der unter deinem Level ist. Das ist unglaublich wertvoll. Da lernst du über dich persönlich noch sehr, sehr viel. Ich lerne super viel, wenn ich meinem Kumpel Online-Business-Sachen beibringe. Das hilft mir enorm dabei, auch zu erkennen, wie weit ich bereit bin. Dann aber gleichzeitig ist es auch super wichtig, dass ich Mentoren habe, die über mir sind, die mir neue Dinge beibringen, die ich vielleicht noch gar nicht weiß. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen wichtig, so eine Mittelebene zu haben mit auch Leuten, denen man so ein bisschen konkurrieren kann, wo man ein bisschen gucken kann, hey, wo bist du, auf welchem Punkt und wo bin ich gerade? Ja, ich konkurriere nicht mit meinem Mentor, weil ich weiß, mein Mentor ist auf einem ganz anderen Level. Ich konkurriere nicht mit meinem Schüler, weil ich weiß, mein Schüler ist auf einem ganz anderen Level. Aber mit den Leuten, die ungefähr auf dem gleichen Level sind, ist es immer so ein bisschen so eine Konkurrenz. Mit denen kannst du dich halt vergleichen. Und deswegen brauchst du diese drei Ebenen. Diese drei Ebenen solltest du in deiner Umgebung haben, wenn du deinen Erfolg mit Frauen verbessern willst. Und das Erste, was du dir anschauen solltest, ist halt einfach dein Freundeskreis, deine familiäre Umgebung. Und vielleicht ist Frauen ansprechen, dieses ganze Thema, einfach etwas, was du nicht mitbringen solltest in diesem Bereich. Ich habe zum Beispiel irgendwann gelernt, dass so über Business und über Erfolg und Unternehmertum zu sprechen, auch über Geld zu sprechen, das funktioniert in meinem alten Freundeskreis funktioniert das nicht so gut. Mit den Leuten kann man sich dann nicht so gut drüber unterhalten. Ja? Mit manchen schon, mit manchen weniger. Deswegen ist das halt ein Thema, das bespreche ich mit denen auch gar nicht. Also das ist gar nicht Thema. Mit denen habe ich ganz andere Sachen, die ich mache. Wir haben einfach mehr, wenn wir uns treffen, ist das mehr auf so einer Spaßbasis. Da geht es mehr um Fun haben, um Spaß haben. Ja, und so kannst du auch deine alten Freunde behandeln. Gib nicht die alten Freunde auf, aber sorg dafür, dass du ein super gutes Umfeld hast. Denn eine einzige Person kann schon dafür sorgen, dass du irgendwas machst, wo du Widerstand hast oder wo du nicht weißt, wie du weiterkommst. Aber eine einzige Person kann auch dafür sorgen, dass du es nicht tust. Ja, wenn du eine Person irgendwo in deiner Umgebung hast, die dich die ganze Zeit runterzieht, dann kann das dahin führen, dass du es einfach nicht machst. Aber wenn du nur eine Person hast, die dich irgendwie voranbringt, die dich ein bisschen pusht, die auf dem gleichen Weg ist wie du, dann kann dich das so enorm voranbringen, dass du einfach durchstartest und dann deinen Erfolg bei Frauen oder in welchem Lebensbereich auch immer enorm verbesserst. Ja, das ist wie wenn du ins Fitnesscenter gehen willst. Ja, du bist dann so, klar könntest du auch selbst ins Fitnesscenter gehen, aber du wirst nicht immer von alleine die Motivation haben. Aber wenn du einen Trainingspartner hast, ja, dann ruft er dich an und ist so, hey, komm, Fitnesscenter, wo bist du? Warum kommst du nicht? Komm her. Und der pusht dich und dann machst du es und dann bleibst du regelmäßig dran. Und du könntest aber auch einen Freund haben, der dir sagt, Fitnesscenter, ach komm, das ist doch unnötig. Komm, setz dich mit uns auf die Couch, trink ein Bier, lass ein bisschen Fußball gucken. So, und dieser Freund könnte dich so sehr beeinflussen, dass du es eben nicht machst. Wie gesagt, viele deiner Freunde werden dafür sorgen, ganz unbewusst, dass du auf dem gleichen Level bleibst. Vielleicht sagen sie, hey, ich freue mich, dass du dich weiterentwickelst, ich freue mich für dich. Und das tun sie vielleicht auch. Aber irgendwo machen Freunde das auch immer so, dass sie ihre Freunde auf dem gleichen Level halten. So wollen sogar mir ist es passiert. So mir als jemand, dem das eigentlich bewusst ist. Mir ist es dann ja auch aufgefallen. Aber auch mir ist es passiert. Und deswegen schau dir deine Umgebung
Umgebung an. Guck, dass du einen Mentor bekommst, einen Mentor in diesem Bereich. Ja, guck, dass du jemanden hast, mit dem du auf gleichem Level bist. Und schau dann irgendwann, wenn du was drauf hast in dem jeweiligen Bereich, so wie ich jetzt im Flirten oder auch im Online-Unternehmerbereich, dass du einen Schüler hast, ja, dem du was beibringen kannst. Und wenn du diese drei Ebenen kombinierst, dann ist das großartig. Oder mach so eine Mastermind-Gruppe mit Leuten. Also eine Mastermind-Gruppe ist einfach eine Gruppe, wo sich Leute treffen mit ungefähr den gleichen Zielen, den gleichen Interessen. Und dann tauschen die sich untereinander aus. Ja, dann geben die sich untereinander Wert und bringen sich untereinander weiter und voran. Das ist ganz wichtig. Das sind solche Sachen, die du auf jeden Fall machen solltest, um deinen Erfolg bei Frauen zu steigern. Du musst dir deine Umgebung anschauen. Das ist das größte Problem der meisten Männer, dass sie einfach in einer total nicht unterstützenden Umgebung sind und deswegen einfach nicht vorankommen in ihrem Leben, egal in welchem Lebensbereich. Denn die meisten Leute sind damit zufrieden und es ist ja auch okay, jeder muss das für sich so machen, wie er möchte. Die meisten Leute sind damit zufrieden, wenn sie ihr Leben so auf einem normalen Level halten. Also wenn sie sich nicht besonders anstrengen, nicht alles geben, flirten so, ja, das läuft schon alleine so, Sport, ja, kann man mal machen, aber ich mache einfach nicht besonders viel und ja, durch pimmel einfach mein Leben. Damit sind viele Leute zufrieden. Und wie gesagt, jeder muss das machen, wie er möchte. Das ist ja jedem Mann seine eigene Entscheidung. Nur musst du halt schauen, wer sind die Leute in deiner Umgebung und was für einen Einfluss nehmen die auf dich. Und wenn du nicht glaubst, dass die Leute in deiner Umgebung einen Einfluss auf dich haben, dann denk nochmal nach, denn die Leute in deiner Umgebung haben einen enormen Einfluss auf dich, den du vielleicht so gar nicht wahrnehmen kannst. Aber glaub mir, wenn du deine Umgebung wechseln würdest, würde dein Erfolg mit Frauen gleich durch die Decke gehen. Ist ja klar, wenn ich jetzt, angenommen, meine 5 besten Freunde sind alle Millionäre und ich hänge die ganze Zeit mit denen rum. Natürlich werde ich dann irgendwann selbst darüber anfangen nachzudenken, hey, sag mal, wieso verdiene ich denn eigentlich keine Millionen? Die können das ja auch alle, schau mal. Ja, die können das alle. Ich glaube, ich beschäftige mich auch mal mit dem Thema. Und dann geben diese Leute mir geile Informationen und dann fange ich halt an, mich da weiterzuentwickeln. Dazu muss man sagen, dass das ein relativ schlechtes Beispiel war, weil du holst dir am besten, also das wären ja jetzt Mentoren. Ja, ich habe jetzt eher von so einer gleichgeschalteten Gruppe geredet. Aber nehmen wir mal an, diese Millionäre werden deine Mentoren. Natürlich, wenn ich dann die ganze Zeit mit denen rumhänge, ist halt nur die Frage, warum die dann mit mir rumhängen sollten, weil ich auf einem ganz anderen Level bin, aber vielleicht bin ich deren Schüler. Ja, und wenn ich mit denen dann rumhänge, dann ist es natürlich ganz klar, dass ich, selbst wenn ich nur mit denen unterwegs bin und die mir nichts aktiv beibringen, werde ich trotzdem wahrscheinlich mehr verdienen, weil ich schon alleine, weil ich deren Einstellung mitnehme. Das ist auch so eine Sache, die du überlegen musst. Wenn du jetzt mit Freunden unterwegs bist auf der Straße und vielen meiner Coaching-Teilnehmern fällt es schwer, mit Freunden, wenn sie unterwegs sind, Frauen anzusprechen. Warum ist es so? Ist ganz klar. Weil wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, die haben halt ein anderes Mindset als du, die haben eine andere Einstellung. Die glauben, Frauen auf der Straße ansprechen, das funktioniert ja überhaupt nicht. Oder das macht man nicht. Oder das sowas macht man nicht, das darf man nicht machen. Oder was auch immer die sich denken. Und mit diesem negativen Mindset ziehen die dich halt runter und beeinflussen dich negativ. Schon in dem Moment, ja, nur das Mindset, nur die Art und Weise, wie sie denken, das reicht schon. Nicht mal das, was sie tun. So, aber wenn du mit Leuten unterwegs bist, die auch die ganze Zeit Frauen ansprechen, die denken, Frauen ansprechen ist der größte Shit und das Geilste, was du machen kannst, alleine das Mindset wird dich auf ein ganz anderes Level bringen. Und so würde das Mindset, die Einstellung meiner Millionärsfreunde, mich auch ganz automatisch auf ein anderes Level bringen, weil die ganz anders denken. Die denken auf einem anderen Niveau, auf einem etwas höheren Niveau, zumindest was das Finanzielle angeht, in dem Fall. Deswegen schau dir deine Umgebung an, upgrade deine Umgebung. Und dann wird es auch mit den Frauen einfacher. Wenn es überhaupt nicht läuft mit den Frauen, schau dir auf jeden Fall auch deine Umgebung an und guck, mit wem du dich da umgibst oder auch so, was Familie und Freunde für einen Einfluss auf deine Zielvorsetzung oder dein Zielvorhaben mit Frauen haben. Und zur Not musst du die Leute halt rausschneiden. Also red mit diesen Leuten dann nicht über diese Thematiken. Wenn du merkst, da kriegst du nur negative Bestätigung oder nur negative Glaubenssätze werden dir da wieder aufgedrückt. Gerade mit Eltern habe ich festgestellt, brauchst du dich da nicht so drüber unterhalten. Mit einem Papa geht es vielleicht noch, mit einer Mama eher nicht, denn das ist einfach nicht hilfreich. Ja, Eltern sind toll und Eltern haben ganz, ganz viele tolle Dinge, mit denen man über sie reden. Also du kannst mit deinen Eltern über alles reden, aber es gibt Bereiche, mit denen solltest du das nicht machen. So, ich unterhalte mich mit meiner Mutter auch nicht über Finanzen und Business, weil meine Mutter da einfach keine Ahnung von hat. Ja, mit meiner Mutter habe ich andere Gesprächsthemen. Und deswegen überleg dir immer, was ist deine Umgebung, bringt die dich voran, hast du die drei Stufen, Mentor, Gleichgesinnte, Schüler. Wie sieht es um deinen Erfolg mit Frauen aus und wie sieht es mit diesem Konzept aus? Schreib mir in die Kommentare, wie du das Video fandest, ob du das Video gut fandest. Mach mir auch Videovorschläge in die Kommentare. Wie gesagt, je mehr ihr euch beteiligt, desto geiler ist es für die gesamte Community. Das ist ja der Sinn hiervon. Schön, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren und solltest du auch für unsere Community. Unten kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Es gibt neue Plätze im Januar. Die sind jetzt frei, beziehungsweise im nächsten Jahr. Kannst du dich bewerben. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Die November-Challenge ist noch nicht vorbei, aber fast. War echt geil, einen Monat lang jeden Tag ein Video zu machen. Ich glaube, ich werde es erstmal weitermachen, aber wir lassen uns überraschen. Wir sehen uns erst morgen wieder. Bis dahin, ciao.